Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Chaos auf der PlayStation 4. Und ich habe mir heute vorgenommen, ich mache mal wieder eine ganz kleine Rundtour. Sorry, ich werde bald auch wieder weitermachen. Bloß gestern, also heute früh, also nee. Jetzt muss ich einfach gestern früh, also so gegen 2, 3, da kamen wir doch mal wieder online. Da hat der Michel hier mal wieder ein paar Hütten dazu gelegt, weil wir haben mitgekriegt, wir haben zu wenig Hütten für die Leute, die hier mitarbeiten. Und habe wieder mal ein, zwei dazugesetzt und so weiter. Ja, bei mir habe ich ja das kleine bisschen vorher getan. Ich habe mir vorgestellt, dass hier noch ein Gebäude vorne hinkommt. Wir haben natürlich auch Zuwachs gekriegt wieder. Auch bei Seelen. Ich hatte hier schon mal fleißig gebaut. Das war die Heimat. Ist die Heimat vom Cyber. Herzlich willkommen nochmal. Ich weiß, ich habe es dir schon mal gesagt, aber es ist der Erste, der ein Sandsteingebäude baut. Er meinte ja, okay, das war jetzt am nächsten dran. Okay. Dafür doch recht gut. Also macht er ja auch nicht jeder. Wir haben ja meistens großteils alles Holz, weil wir auch versuchen, Mittelalter-Stil zu bauen. Er hält sich dran. Und es sieht trotzdem gut aus. Hat gestern noch ein bisschen dran rumgewerkelt. Der Michel hat hinten auch irgendwas gemacht. Und ich muss euch mal zu Michel nochmal rüberführen. Zeige ich euch gleich. Auf jeden Fall habe ich eine sehr spektakuläre Aussicht entdeckt vom Eddy-Turm aus. Das wird unser, denke ich mal, auch unser mit unser Besucherzentrum werden. Hier ist der Knast. Das Gefängnis. Da kommt noch die Folterkammer und sowas alles dazu. Böser Noisy Boy. Und ja, jetzt will ich euch mal von da oben zeigen, wie einiges hier aussieht. Passt mal auf. Ich finde es richtig geil. Also gerade wenn jetzt, gut, jetzt bauen sich da hinten gerade die Texturen auf. Oh, was ist denn heute mit den Augen los? Oh, sorry, bin ein bisschen müde. Und ja, bau auf, komm. Auf jeden Fall, von hier oben sieht das schon mal richtig spektakulär aus, weil überall wirklich so kleine Häuschen verteilt sind. Da hinten ist vom Adrian HD Gamer, das habe ich mir gemerkt, weil es eines der größten Häuser momentan mit ist. Aber hier kommt es ja nicht auf die Größe an, denn auch kleine, niedliche Häuser gefallen mir. Iceman wird höchstwahrscheinlich... Oh mein Gott, die Nase. Der Iceman wird höchstwahrscheinlich auch irgendwann mal wiederkommen. Irgendwas, Ende März oder so. Da wird er hinten seine Bude mal ein bisschen weiterbauen. Obwohl er immer noch kein Namensschild hat. Das wirst du beim nächsten Mal aber ranmachen. Das kriegst du eins auf dem Deckel von mir. Und ja, wie gesagt, es nimmt hier alles Form an. Also jetzt der Eddy und Diane gestern noch dran gebaut. Was es wird, weiß ich noch nicht. Werden wir sehen. Boah, ich höre mich, glaube ich, 10 Mal oder so. Moment. Ich werde gerade hier übelst zugetwittert. Nee, sind bloß Fragen. Ah, ich werde hier wieder zugebombt mit Textnachrichten. Tut mir leid, dass ich da ein bisschen unterbrechen muss. Aber ich mach mal den Ton aus, das nervt mich gerade hier ein bisschen. So. Ach, Mann. Ich weiß, so berühmt bin ich auch wieder nicht, dass sich hier Haufen Leute um mich scheren, aber irgendwie ist es doch ganz schön viel geworden. Achso, das war eigentlich die Kirche. Für diejenigen, die neu unter mich sind und nicht unbedingt gerade alle Folgen gucken müssen, mache ich dann doch ab und zu mal einen kleinen Rundgang, denn hier verändert sich wirklich sehr viel in kurzer Zeit, gerade die Nacht über, wenn wir hier unsere kleinen Spielchen machen, uns hier... Ich mach mal ganz kurz einen anderen Song rein. Gut. Wie gesagt, also hier verändert sich wirklich täglich was und ich raff meistens gar nicht was, weil ich bin auch meistens nur am Folgen schneiden und rendern, also so ab um 2, 3, da bin ich meistens nur am Rumfuhrwerken, dass die Videos irgendwie mal dann auch pünktlich rauskommen. Und nebenbei wird ja immer fleißig weitergemacht. Ich füge euch ganz zum Schluss bei Michel vorbei, denn ich glaube, Michel, der kann bald seine eigene Stadt aufmachen. Was ist denn das? Ein viereckiger Kasten. Nee, macht Spaß. Was haben wir hier? Ein kleines Glockentürmchen. Ach, du armes Hühnchen, ich hab's eingesperrt. Hille, du Socke.
ich bin ja, glaube ich, vorgestern oder keine Ahnung, bin auch wieder lang geflogen und habe geguckt. Alter, hier bauen sich manche Leute, die sind hier schneller im Bauen als ich. Aber es liegt vielleicht daran, dass ich mehr quatsche als baue. Duty! Aber hier oben, du hast einen richtig geilen Fleck abbekommen. Jetzt mal ohne Scheiß, du bist zwar fernab vom Schuss, aber... Ah, Hauro. Du bist hier fernab vom Schuss, aber du hast einen guten Ausblick, muss ich sagen. Helden, das kennen wir alles. Ach komm, ich führe euch einfach mal zum Michel. Wir hatten hier angefangen. I don't know. Der Beam. Mr. Beam hat hier angefangen. Wer das hier angefangen hat, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, da war ich betrunken oder so. Nu, flieg mal eine kleine Runde. Wie gesagt, also das ist jetzt, wann habe ich angefangen? Also es ist noch gar nicht so lange her, seitdem die Welt offen ist. Kostenloses Haus. Den kenne ich gar nicht, den Spieler. Wie gesagt, also so lange ist es noch nicht, aber es... Wie schnell das hier alles wächst, das ist... echt krass. Hier ist der Adrian mit hübschen Blümchen überall. Problem ist halt, dass ich immer nachts jetzt meistens online bin. Tagsüber kannst du es ja nicht anlassen, weil man irgendwelche Trottel immer hier hat, die einen versuchen, alles kaputt zu machen. Ach, hier, der Bobby hat schon angebaut. Warte mal, ich führe euch mal ganz kurz rum hier. Okay, habe ich auch noch nicht gesehen. Der Bobby scheint ein bisschen kreativ geworden zu sein. Hier hat er sich schon rüber gebastelt, weil Kalle sein Zeug, das haben wir ja wegmachen lassen. Karl hat gesagt, ja, er hat genug mit seinem eigenen Server und so zu tun. Deswegen, ja, haben wir leider dann abgebaut, weil es war auch zu großes Projekt und die Zeit hat er auch nicht dafür gehabt. Aber ich von Vitali, der schwirrt immer nur um uns herum und baut nicht weiter. Vitali, nicht immer nur an die anderen denken, sondern auch mal an dich. Du Pascal. Weiß gar nicht, ich glaube, Pascal habe ich rausgeschmissen oder so. Weiß ich gar nicht mehr. Irgendjemand hat dumm gequatscht, da habe ich ihn rausgeschmissen. Ja, ich schmeiß auch Leute raus. Also wer irgendwie zum Beispiel Beleidigung oder so anfängt, der fliegt sofort raus. Munzi. Was haben wir noch hier? Das sieht aber auch nicht schlecht aus. Wir waren hier nochmal gewesen. Ich weiß, ich bin da schon tausendmal vorbeigerannt. Ah, Play durchgehend. Ja, ich weiß, dass du in den Kommentaren aktiv bist. So. Gleich geht's los. Pass auf. Filmen wir uns mal die Straße lang. Die Straße, die ihr alle langlaufen müsst, um zu Michel zu kommen. Boah, ich weiche mal hier aus. Ach, hier. Ich hatte, glaube ich, mal vor nicht allzu langer Zeit ein Thema. Mittelalterhäuser... nicht im viereckigen Kasten bauen. Ich weiß, es ist kein viereckiger Kasten, aber... Oh, Leute. Ich weiß, es sieht witzig aus. Es war ein Dreckhaufen gebaut. Gut, da vorne sehen wir schon, ich fahre aber durch den Tunnel durch. Jetzt geht's ab zu Michel. Aufpassen. Ich glaube, der Michel ist irgendwie weiter als alle zusammen irgendwie. Keine Ahnung. Also er hat sich schon eine Burgmauer gezogen, gleich mehrere Häuser. Ich weiß nicht, wie viel Zeit er damit verbringt. Das sieht auch nicht so schlecht aus. Schaut mal. Hat der Michel auf jeden Fall gut gemacht. Wie hell? Was hast du da angezündet drin? Ach, das ist ein Kohleblock. Geht der nicht irgendwann aus? Okay. Wusste ich auch noch nicht. Hier führt es noch einmal ins Nichts. Hier vorne ist ein kleiner Hafenstand, wo man Fisch verkaufen kann. Hier sind die Fischstände. Mal sehen, wer sich hier irgendwann eintrudelt. Denn die lange Straße, die wir eben lang geflogen sind, da werden dann auch später noch Plätze frei. Da kann man dann seine Häuslein bauen. Und hier ist sein Schifflein. Der Turm gefällt mir immer noch richtig gut. Wer Lost Dirtjes nicht immer wie sagt man das? Nicht anwesend immer. Da könnte der Dirtj auch noch ein paar Dinger zaubern. Was ist denn hier? Da ist ein Loch im Wasser. Sieht auf jeden Fall stark aus. Gerade wenn man jetzt von Weitem mal ein bisschen betrachtet. Jetzt mal ohne Scheiß. Alter, Michel.
Es ist ja nur das Grobe, was er. Ich meine, er setzt sehr viel Zeit hier rein. Das ist ja nur das Grobe, was er alles gesetzt hat. Gut. Hier war seine Arche drin. Mit Kreuz. Mit einer Fackel oben drauf. Und ja, ich hab die Comments gelesen. Lese ich eigentlich immer so mit Käffchen und so. Dann gucke ich mir immer die Comments meistens an. Eine Statue bauen. Also irgendwo eine Statue hinsetzen. Wäre ein Ding. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer es geschrieben hat. Ich habe jetzt gerade leider nichts da, wo ich die Comments lesen könnte. Oder doch, warte mal. Kommentare. Internet zu langsam. Minecraft ist voll cool, okay. Der Kauwand. Der Max. Music Maker, was hast du hier geschrieben? Glückwunsch zu den zweiten. Achso, Music Maker, du hast den Hafen eben gesehen. Ich habe gerade deinen Kommentar gelesen wegen Hafen bauen. Und vielleicht irgendwie rüberschippern und so. Da ist dein Hafen. Wo streamst du? Auf Twitch. Steht in der Kanalinfo. Wenn jemand fragt, wo ich streame, Kanalinfo. Jemand fragt, was ich zum Aufnehmen nehme, Kanalinfo. Wenn einer meine Facebook-Adresse sucht, Kanalinfo. Wenn irgendeiner meinen Twitter-Account sucht, Kanalinfo. Ich weiß nicht, ich glaube, ich müsste das irgendwie mal in den Folgen einblenden, weil ich werde das immer wieder gefragt und keiner guckt in die Kanalinfo. Das wäre der einfachste Weg eigentlich, oder? Oder man will auf die Antworten warten. Man will immer die persönliche Antwort. Ich kann es ja niemandem für übel nehmen. Du schlauer Fuchs, wer war das eigentlich? Ist das ein Ä? Oder ein Apostroph-E? Was? Mathe? Xmor? Tut mir leid. Mathe Xmor. Sorry, Alter. Das ist gar. Mann. Tut mir leid. Ein Restaurant. Oder eine Metzgerei. Countdown Crafter. Das ist auch eine Idee. Ich meine, würde ich mal. Die könnte man eigentlich gleich hier neben setzen. So gleich der Schlachterhof daneben. Aber wir hatten gestern noch ein bisschen rumgesponnen. Passt mal auf. Wir hatten uns mal. Wir hatten uns über das Dreckhaus ein bisschen lustig gemacht und haben uns auch Dreckhäuser gebaut. Yeah! Guck, hier ist Michel sein neues Haus. Sogar mit Innenbeleuchtung. Und passt mal auf. Meins war dann noch cooler. Home Sweet Home. Ich habe sogar ein Fenster drin. Und Untergrundbeleuchtung. Home Sweet Home. Wir wollten es einfach bloß mal ein bisschen übertreiben. Und ich habe sogar eine Dachluke. Aber ein bisschen Spaß gehabt. Der gute Mark D. Den habe ich heute, glaube ich, zweimal geantwortet. Joa. Ich danke dir trotzdem für deine Tipps. Und ich setze auch manche Tipps um. Nicht böse sein. Nee, ich fand deine Tipps echt scheiß hilfreich. Deswegen habe ich das auch angewendet und du hast recht. Es sieht wirklich besser aus, wenn der Hintergrund da weg ist. Der Memo R schreibt, wegen dem Quarzabbau Spitzhacke mit Glück drauf. Nicht mich jetzt angucken, guck mal bitte auf die Spitzhacke. Ich war dir weit voraus. Die Fahrstuhlmusik gefällt Michel, okay. Gut, da haben wir jetzt erstmal alles durchgeguckt, glaube ich. Ich weiß, ich habe bestimmt wieder irgendwelche Häuser vergessen. Dann heißt es, du hast mein Haus vergessen. Ich entschuldige mich jetzt schon im Voraus. Der Vitali hat letztens Eier geholt. Die sind aber schon wieder voll. Vitali, hol die Eier. Back Kuchen. Ach, hier hinten, wurde mir noch geschrieben. Ich solle doch beide Seiten machen. Kein Ding. Pass mal auf. Machen wir am besten gleich. Lalala. Und ich habe euch schon Kekse gemacht. Also, ich habe einen Keks-Schalter gemacht. Also, wenn ihr einen Keks haben wollt, braucht ihr bloß ein Knöpfchen drücken und dann kriegt ihr einen Keks. Auf. Weil das ist das
Das zeige ich euch jedenfalls gleich. Passt mal auf. Wenn ihr denn da seid und ihr seid kurz vorm Verhungern, weil ihr ein Zuschauer seid und noch nicht bauen dürft, dann ist hier der richtige Platz für euch. Moment. Ihr kommt hier rein. Feuerwerk! Feuerwerk! Das Feuerwerk ist alle, scheiße. Und dann gibt's hier den Keksknopf. Der Keksknopf ist was ganz Spezielles. Wenn ihr drauf drückt, kriegt den Keks. Ihr sehen? Drücken, Keks. Das heißt aber nicht, dass ihr hier die ganze Zeit stehen müsst und volle Granate auf das Ding draufballern müsst, nur um alle Kekse zu kriegen. Nein, genügsam. Immer, wenn ihr Hunger habt, Keks. Okay? Also wenn ihr erschöpft seid, sagt, oh scheiße, Mann, ich bin voll im Arsch, ich glaube, ich brauche einen Keks. Dann setzt ihr euch hin, drückt drauf und kriegt einen Keks. Okay? Und nicht die ganze Zeit, ich will alle Kekse haben. Denn das kenne ich nämlich schon. Wenn, ich hatte zum Beispiel eine Kiste gemacht, in dem Karten drinne waren. Ich hatte 3 Stacks Karten reingemacht, dass jeder, der vorbeigeht, sich eine Karte mitnehmen kann. Manche Leute meinten, okay, ich nehme ein ganzes Stack mit. Also ich nehme einmal 64 Stück mit, vielleicht brauche ich sie mal. Muss nicht sein. Gut, wo ich schon einmal hier bin, Vitali. Vitali spendet Holz. Vitali spendet Holz. Gut. Ja, ich setze das jetzt auch mit der Wand um. Aufpassen. Es wurde nämlich berichtet, du kannst das auch von beiden Seiten machen und da gibt's mehr Kakao für die Kekse. Denn da wir alle Kekse haben wollen, wer keine Kekse haben will, ist böse. Ihr wollt Kekse. So. Es hat noch ein Bäumchen gewachsen. Oh, da hinten ist einer. Gut. Dann ziehe ich mal die Wall of Death hier vorne auf. So, zack, zack. Und wir machen das mal so. Wir machen jetzt eins frei. Ne, ich ziehe das jetzt hier an der Seite, oder? Mal ein frei. Genau. Ich komme hier hoch. Ich mache das, glaube ich, 3 hoch, oder? 3. Ne, können wir 4 hoch machen? Genau. Ziehen wir das so durch hier. Und dann haben wir unsere Kakaowand von 2 Seiten. Ich betone 2 Seiten. Ja. Diese Blöcke. Ich kann schon langsam keine Blöcke mehr sehen. Ich sehe sie überall. Ne. Danke nochmal für den Tipp mit den beiden Seiten. Ich weiß, irgendwann wäre ich auch drauf gekommen, aber wann ist immer die Frage. So. Ich ziehe so eine kleine Ecke. Ich mache das später noch schöner, keine Sorge. Ich will das bloß mal nutzen. Oh. Um den Kakao hier mal ein bisschen voranzutreiben. Denn ich will so viele Kekse haben, dass ihr irgendwann die Schnauze voll habt, auf diesen Button drauf zu drücken. Also ich weiß ganz genau, dass da einer vorsteht und haut da 64 Mal in die Tasten. Ja, komm her, komm alle Kekse. Das will ich damit verhindern. Wenn da so viele Kekse drin sind für alle, dann brauchst du da nicht stundenlang vorstehen, sondern nur hingehen, wenn du Hunger hast. So, machen wir von beiden Seiten wie gewünscht. Jawohl, der Herr. Jawohl. Ja. Aber na selbstverständlich. So. Da gibt's ganz viel Kekse. Ich bin total der Keksfanatiker. Ich denke den ganzen Tag an Kekse. Kekse. Wir können das Krümelmonster mal zu uns einladen. Ach, da haben wir noch. Oh komm, wir haben nur ein 64er Stack. Tatatata. Ihr könnt euch auch Kakao hier abholen und selber Kekse machen, wenn ihr keinen Bock habt. Oder für Kakaomilch und so ein Schnodder. Könnt ihr euch dann auch hier abholen. Sieht auch ganz schön schick aus, wenn ich das ein bisschen ausschmücken würde für Weihnachten. Und Weihnachten ist jetzt gerade vorbei. Naja, Boogie. Gut, war mal eine kleine Einführrunde. Ich musste mal wieder ein Let's Show machen. Es war mal wieder Zeit. Ich mach das jetzt trotzdem weg. Sorry, Michi, dass ich dir jetzt hier die Bude abreiße. Aber
Das brauchen wir leider noch nicht. Das, also dieser extremen Eigentumswohnung, die kommen später irgendwann mal dazu. So. Ja, jetzt halt doch mal die Fresse. Sorry, dass ich so rede, aber die Schafe, die... Mäh. Mäh, mäh, mäh. Mäh, mäh. Mu, mäh. Oh, alle wahnsinnig hier. Ja, fein. Gut, liebe Zuschauer. Liebe Abonnenten. Liebe Herren, liebe Damen. Ich verabscheue mich für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dran. Ich musste mal wieder eine kleine Einführungsrunde machen. Gerade für, ich habe ja so viele neue Abonnenten dazu bekommen, die auch mal sehen wollten, was hier alles geschehen ist. Und dachte mir, gut, haust du noch mal ein kleines Let's Show raus. Ich glaube, ich werde alle zwei Wochen haue ich ein Let's Show raus. Dazwischen wieder ein paar Daddelfolgen. Mal gucken, wie es zeitlich getimed ist, wieder mit euch allen zusammen. Das Problem ist halt Wochenende. Ich bin Wochenende immer nicht da. Tagsüber schlafe und arbeite ich und nachts über zocke ich. Und noch nachts hat natürlich keiner Zeit, außer Eddie, Michi, Dirtsch, ab und zu Vitali. Ja. Gut. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.